Servus Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Letztes Mal haben wir ja das Let's Play begonnen. Und haben gesehen, was die Hexen da angerichtet haben. Ja, wir machen jetzt aber weiter. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich für das Spiel überhaupt brauchen werde. Weil das ja ein Spiel, was nicht blind ist. Hallo Banjo, wie geht es denn da? Wie geht es dir heute? Ziemlich gut, Frau Bottles. Und Ihnen? Oh, sehr gut, danke. Erzähl dir von dem Weihnachtsgeisterbubi. Sei still, Kasui. Wie bitte? Geht es Bottles gut? Er sollte rechtzeitig zum Essen vom Sperrheimmarkt zurück sein. Er verpasst keine Mahlzeit, wie ihr wisst. Er kommt bestimmt bald zurück, Frau B. Frau B. Hallo, Benjo. Hallo, Lupine. Weil du und mein Papi so gute Freunde seid, gebe ich dir diese Prototyp-Brille, an der er arbeitet. Ist er zufälligerweise mit seiner Arbeit fertig geworden? Oh ja, sie heißt Supersichtbrille. Wie funktioniert sie? Nun, wenn Benjo durchschaut, dann drücke links oder rechts, um neu wegzuzoomen. Nicht schlecht. Ja, das ist nämlich das hier. Moment. Wupp. Wupp. Mega Zoom. Ich hab keine Ahnung, wer das hier sein soll. Das ist nur Rare. Ja. Aber Rare, in den Rare-Spielen wird ja auch des Öfteren an andere Rare-Spiele angespielt. So zum Beispiel bei Donkey Kong Country 2, wo man im Hintergrund einfach ein Poster von TJ Thunder sieht. Warum hast du einen Feind in deinem Schlafzimmer? Ist das dein neuer Liebhaber? Ja, da ist im Hintergrund ein Poster von TJ Thunder zu sehen. TJ Thunder sage ich. Nee. Chief Thunder, TJ Combo, das ist der andere, aber den sieht man da nicht. Von Chief Thunder, eine Figur aus dem Super Nintendo-Spiel Killer Instinct, meiner Meinung nach eines der geilsten Super Nintendo-Spiele, die es überhaupt gibt. Aber habe ich auch im härtesten Modus Gameplays von gemacht. Hallo Benjo! Hi Klassi! Ich und mein Papi spielen nächste Woche im Steinballturnier im Maya-Haus-Stadion. König Ingerling hat es extra für meinen Papi organisiert, weil er doch so ein Held ist. Ihr habt nicht zufällig noch Ersatzspieler? Wozu denn Ersatzspieler? Mein Papi ist der Beste im ganzen Team. Ich bin sicher, das war er, ist er. Und wusstet ihr, dass der Tunnel da drüben mein geheimer Ausgang dieses Dorfs ist? Praktisch, nicht wahr? Das wissen wir schon. König Dingerling ist ein persönlicher Freund von uns. Er hat ihn extra für uns geöffnet. Nett. Ja, so nett. Hier ist auch noch ein Poster. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Wer es weiß, kannst du mir bitte schreiben. Ich wäre echt neugierig. Weil ich kenne ja auch nicht jedes Rare-Spiel. Döde. Hexoland, mystische Mulde. Ich bin Paselo und dies ist mein Tempel. Wenn er mich sehen möchte, muss er zuerst einen Torwärter passieren. Die Musik ist so geil. Ja, ich fühle mich wieder in alte Zeiten zurückversetzt. So. Ich weiß, ich muss da noch nicht rein, aber ich mach's trotzdem. Guck, also die Hände, guck, in das Spezialei. Guck, hab noch kein Spezialei. Fällt dir nein? Guck, Helga hat eins, guck, aber kann es nicht erreichen. Guck, also du musst brüten. Ja, später, weil, das sind Trennplatten. Ja, mit denen, wie der Name schon sagt, Trennplatten, davon kann man Banjo und Kazooie voneinander trennen. Kann man mit Banjo einzeln rumlaufen und mit Kazooie einzeln rumlaufen. Und genau mit diesen Dingern kann man die vierte Welt erreichen. Und wir haben beim besten Willen nicht verstanden, wie das funktioniert. Wir konnten uns zwar trennen, ja, aber da waren auch zwei Schalter, wo sich auf einen Schalter Banjo auf den anderen Schalter Kazooie raufstellen musste.
Und das haben wir getan. Nur haben wir Banjo immer auf den Kazooie-Schalter gestellt und Kazooie auf den Banjo-Schalter. Das heißt, die Schalter wurden nicht gedrückt. Aber trotzdem haben wir immer wieder Figuren tauschen können. Und das war das, wo wir jahrelang nicht drauf gekommen sind. Schon irgendwie traurig, aber wenn man bedenkt, was für ein Fail. Oh nein, der geht schon wieder nach. Was zum Geier ist los mit diesem Controller? Er dreht sich schon wieder nach links. Ja. Ja, das Teil ist halt, ich weiß. Ich habe gar nichts gedrückt. Okay, der macht, was er will. Ihr müsst bedenken, das Teil ist von 1997 oder so. So, jetzt. Ja, jetzt geht's. Ja, wie gesagt, die Konsole ist von 1997. Den Controller haben wir, glaube ich, ein Jahr später gekauft, 1998. Und jetzt haben wir 2019. Und trotzdem funktioniert die Konsole immer noch einwandfrei. Die hat bisher keinen einzigen Mucks von sich gegeben. Nicht so wie der NES, wo man immer wieder draufklatschen musste. Das kennen vielleicht einige noch. Ja, oder das Super Nintendo. Oh, hallo Jinjo. Und den Schwarzen gibt es, glaube ich, die meisten. Ja, von denen gibt es 9. Juhu, du hast mich gerettet. Ab nach Hause. Du. Aus der schwarzen Schinschus. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus mit dem Rest meiner Familie, gleichfarbigen Familie. Rette uns alle und du hältst das Familienerbstück. Warum auch immer hier jede Familie ein und dasselbe Erbstück hat. Aber naja. Ja, wie gesagt, der Super Nintendo, also unser Super Nintendo, den habe ich am. Also erstmal den N64 habe ich am Weihnachten 1997, glaube ich, bekommen. Und den Super Nintendo. Genau eine Woche später, ne, habe ich mir zu Silvester gekauft mit einer 500-Schilling-Münze. Ich bin ein bescheidener Passalo-Jünger. Ich wache an der Pforte seines Tempels, um solche Abweisen, die seiner nicht würdig sind. Scheint dir ja Spaß zu machen. Glaubst du, wir sind würdig? Das kommt darauf an. Um dich als würdig zu erweisen, musst du Bilder nach Passalos Ebenbild sammeln. Und wie genau sehen die dann aus? Puzzleteile, auch bekannt als Passalos. Das kommt mir bekannt vor. Wie viele hast du denn? Mir scheint, hast du genug Puzzleos angesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kameras und nur Speisen von McPuzzleos in dem Tempel erlaubt. Ja, auf jeden Fall, den N64 habe ich zu Weihnachten bekommen. Das erste Spiel war so ein Football-Spiel, so NFL 97 oder 98. 98 war es, glaube ich. Oder? Das heißt, ich habe den N64 98 bekommen. Ich weiß nicht mehr, 1997 oder 98, eins von den beiden. Und den Super Nintendo habe ich mir eine Woche später gekauft mit einer 500-Schilling-Münze. Und da war das erste Spiel Mighty Morphin Power Rangers, wovon ich auch einen No Death Run gemacht habe. Ja, so viel dazu. Und beide Konsolen besitzen wir noch. Noch genau die gleichen. Die Musik, Sei gegrüßt, o Auserwählter. Er hat den Tempel des heiligen Passalo betreten. Trete er vor den goldenen Monolithen, will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Oh, ich habe gerade Gänsehaut, weil... Oh, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Drücke er B, um den Monolithen und Passalos Herausforderung anzunehmen. Das werde ich. Das hier kennt vielleicht noch einige, weil Banjo-Kazooie kann das auch vor. Er muss das Bild vor ihm vervollständigen, wenn er dorthin reisen möchte. Benutze er den 3D-Joystick als seine Hand und drücke er A, um ein Stück aufzunehmen. Drücke er A, um ein aufgenommenes Stück einzusetzen. Oder B, um es an den Rand zurückzulegen. Er hat nur begrenzte Zeit. Möge Passalo seine Hand führen. Thank you.
Ja, ich habe mal wieder. Was heißt mal wieder? Ich in letzter Zeit baue ich eh gut ab, was meine Projekte angeht, aber jetzt starte ich doch wieder etwas mehr, aber um ehrlich zu sein, ist mir scheißegal. Weil dieses Spiel hier macht so Bock und in letzter Zeit habe ich lauter Spiele, die Bock macht. So Oddworld generell und oh. Er hat Pasolos Aufgabe 1 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Ich habe so viel zu labern, ich komme gar nicht hinterher. Oh, ich habe Gänsehaut. Wo ist das geil? Siehe die Macht des gewaltigen Pasolo. Hier wird immer angezeigt, wo die neue Welt ist. Oh, ich habe totale Gänsehaut gerade. Mann, ist das geil. Und das haben wir schon im Vorbeigehen gesehen. Die erste Welt. Was ich in diesem Spiel hier auch mega geil finde, ist, dass die Welten miteinander verbunden sind. Für Aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzle-Los. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Ja, hier können die Welten auch miteinander verbunden sein. Das heißt, man kann von Welt 1 in Welt 5 gehen oder in Welt 7 oder weiß ich jetzt nicht. Oder von Welt 2 in Welt 8. Welt 8, gibt es überhaupt eine 8. Welt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt zu faul, um nachzuzählen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Hat noch nie so schöne Scheiße gesehen. Diese Truhe wurde bereits geöffnet. Scheißdreck, nein! Egal. Wir haben noch mehr Welten, da werde ich euch das nächste Mal zeigen, wenn es geht. Und jetzt geht's richtig rund hier. Mayaos Tempel. Dies ist dein Wahrfeld. Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen herreisen. Herreisen, genau. Ich habe Ginger gehört und ich weiß auch, wo er ist. Da ist er. Guckt ihn euch an. Dass der nicht ertrinkt. Und hier kann man in der Ego-Shooter-Perspektive schwimmen. Wie man schon sieht, ist dieser Tempel angelehnt an einen Maya-Tempel. Oder ein Aztekentempel. Ich glaube ein Maya-Tempel, sonst wird es nicht Mayaos Tempel oder so heißen. Und im Gegensatz zu Banjo-Kazooie gibt es hier Notennester. Du hast ein paar Noten gefunden, Junge. Such jetzt nach mir. Weil hier gibt es 5 Noten auf einmal und nicht nur einzelne Noten. Und das hier ist auch interessant. Das ist ein Mumbo-Platte, Plattform. Mumbo darauf stehen und großen Zauber machen. Stehen geblieben. Was wollt ihr? Ihr wollt da reingehen? Klingt cool. Natürlich ist das cool. Jeder möchte die Steinball-Turniere sehen. Dann lass uns rein, Schmacko. Schmacki, wir werden die Action verpassen. Schmacko, Schmacki, ich bin Offizier. Kaidulas. Und es gibt keine Karten mehr. Es wurden alle verkauft, während ihr Banjo-Kazooie gespielt habt. Wir wollen nicht zuschauen. Wir wollen zutreten und... keine Ahnung. Netter Versuch, aber das geht leider nicht. Nur Steine haben Zutritt. Komm schon, bitte, bitte. Nichts da. Kleine Bestochung gefällig? Du kannst es wagen. Das ist eine anständige Anstaltung. Schwindet, alle beide. Die Teile hier sind auch lustig. Nicht ernsthaft, oder? Er geht schon wieder automatisch nach links und dadurch kann ich nicht mit dem Typ mehr reden. Was ist denn jetzt auf einmal? Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Doxby X-Nuts-Guts. Warte. Hä? Hier wird Deutsch gesprochen. Hier wird Deutsch gesprochen. Weg da, Mieze! Die Teile sind auch gut. Du hast eine Geschicklichkeits-Honigwabe gefunden.
Drücke B im richtigen Moment, um deinen Energievorrat optimal aufzufrischen. Ja, es gibt noch andere dieser Art, die ein Fragezeichen drauf haben. Und die sind ätzender, weil die machen random. Also die sind zufallsbasiert. Jetzt schlecht programmiert! Wie Feiner sagen würde, hust, hust. Ey, das Spiel ist mega geil. Ich liebe es. Hey, bring deine lahmen Knochen hierher und drücke B. Lecke mich doch am Arsch. Mach das, was ich will. Du hast ein anderes Warpfeld gefunden. Stell dich auf das Warpfeld und drücke B. Dann reist du zu einem anderen aktivierten Warpfeld in dieser Welt. Die Teile hier sind wie die Luken außerhalb der Welten. Keine Ahnung, was die da reden. Ja, und hier haben wir so einen riesen... Nein! So einen riesen Maya-Tempel vor uns. Also so wie... ja, so wie die Azteken, die Maya, die Inka sie gemacht haben. Hier haben sie... Nicht ernsthaft, oder? Nein, der geht nach links. Ich muss Start drücken, damit er nicht runtergeht. Was soll der Kack? Kann sein, dass da ein Controller liegt? Ist aber blöd, ich habe gerade keinen anderen Controller da. Mir scheint, das Teil ist schon hinüberer, als ich dachte. Na gut, dann mache ich den Part noch zu Ende, dann mache ich ein anderes Mal weiter. So, du willst, dass ich komme? Ich komme! Erstmal ordentlich Genick gebrochen. Das ist mir egal. So. Jamas, oder wie du heißt. Ausbilder Jamchars. Meldet sich zu Dienst. Schau dir mal den Typen an, Banjo. Sieht aus wie Bottles in Uniform. Natürlich sehe ich Bottles ähnlich, du Strolch. Er ist mein Bruder. Wie geht's überhaupt diesem dieser Trantüte? Nicht allzu gut. Plötzlich dahingeschieden unter der Hand der Hexe Grundy. Tut mir leid, das zu hören, Flohkugel. Ist er zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch, dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es dir Hexe heimzuzahlen, was? Eigentlich nicht. Bottles hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Pah, der kannte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Jamchars. Da bringen uns doch gleich welche bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier. Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Für ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Nee, einen Moment noch. Wie ich sehe, hast du genug Noten für meine erste Lektion. Hör und staune, du Teufel. Die Musik ist geil. Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Eier auch fast von allein. Drücke oben, dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schieß mir Geschick. Ganz schön anstrengend, was? Du kannst sicher eine kleine Erfrischung gebrauchen. Das ist dann alles. Weggetreten! Es kann doch was ganz Lustiges passieren, wenn der versucht hier abzutauchen, weil da geht, fällt der Deckel zu und dann klatscht er mit dem Schädel voll gegen den Deckel. Voll auf die Omme quasi. Aber wir haben noch einen, nämlich hier hinten. Ey, warum bin ich wieder aus Kazooie? Egal. Dieser Move macht richtig Spaß. Mit Kazooie als Knall gibst du jetzt Gas. Z feuert die Eier hoch wie tief. Werde jetzt in Tagetas Tempel aktiv. Das ist dann alles. Weggetreten. Ja, da seht ihr es. Geiler Vorführeffekt. Ich hab den Huf vergessen. Ja, der Batzo Katzo. Das ist quasi... Ego-Shooter, wir können jetzt mit Kazooie als Knarre in verschiedene Level gehen. Ich glaube, drei davon gibt es an der Zahl. Und dann können wir quasi Ego-Shooter. Du hast einen Globo gefangen. Man sagt, sie haben magische Kräfte. Haben sie auch. Und ein gewisser jemand braucht das, aber noch wer anders. Was spoilere ich nicht. Werden wir vielleicht den noch in diesem Part sehen. Ah, Bärenvogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane im Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden, Zauberwürfel. Wir haben einen Globo.
Mumbo, so, wir müssen Zauberwesen umgeben. Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja doch. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es wäre für ein Mumbo Sasche. Ah, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücke B, um mächtigen Schamanen Schockstock mich auf meinen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Ja, im Gegensatz zum ersten Teil können wir hier mit Mumbo spielen. Wie geil, oder? Als wir das damals herausgefunden haben zum ersten Mal, Mann, waren wir Götter. Also nicht Götter, aber das war total geil. Und Mumbo kann natürlich ein bisschen mehr als wie im ersten Teil. Im ersten Teil konnte er uns nur in verschiedene Lebewesen und Sachen verwandeln. Zwar können wir... Und übrigens, die Gegner haben Angst vorm Start. Ja. Kriegt Mumbo Fallschaden? Ja, ich glaube schon. Wisst ihr was? Ich teste es einfach. Hahaha. IQ. Lalala. Ja, ich glaube, Mumbo kriegt Fallschaden. Ja. Mumbo kann uns jetzt nicht mehr in verschiedene Dinge verwandeln. Das macht jemand anders. Werden wir wahrscheinlich eh noch hier in diesem Video sehen. Aber dafür können wir jetzt diese Mumbo-Platten einsetzen. Mumbo hat auf einmal ganz andere Moves drauf. Drücken B für mächtigen Mumbo-Zauber. Ups, ich hab's weggedrückt. Hoffen, das funktioniert. Beschwörung des goldenen Goliath. Die Musik ist geil. Mumbo-Magie lassen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauert nur kurz Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue zu seinem Platz bringen und B drücken. Ja, der erste Zauber, den Mumbo hier in der ersten Welt hat, ist die Beschwörung. Wir sind jetzt der goldene Goliath und können zum Beispiel diese Teile hier wegtreten, was allerdings nicht so viel bringt. Goldener Goliath ist nur hierfür gut und für noch was anderes. Mumbo kann verschiedene Fähigkeiten nutzen quasi. Hier im ersten Level ist das die Beschwörung. Im zweiten Level ist das, glaube ich, eine Levitation. Auf jeden Fall hat er noch viel mehr drauf. Hier, das können wir wegtreten. Der Typ hier steht auch so richtig im Weg. Weg damit. Und hierfür ist es noch gut. Ah nee, ich erinnere mich noch was. Der ist ja für noch was gut. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Ika bockern, I-O-A. Lass mich mal umgucken. Ich glaube, hier war's. Und war's hier? Ja. Oh, der kann dich abhauen. Boah, voll weggetreten. Voll ins Fressbrett. Geht's jetzt noch aus? Komm, Statue. Und... Bäm, weggekickt. Mumbo-Magie jetzt zu Ende. Ja, ich glaube, alles ging sich aus, so wie ich es vorhatte. So, das war alles, wofür wir Mumbo gebraucht haben. Also, erstmal. Ich weiß nicht, ob wir ihn später in dieser Level noch brauchen, aber... Jetzt erstmal möchte ich nicht mehr mit Mumbo rumrennen. Er hat uns jetzt eh mehr geholfen, als er dachte. Und falls ihr euch denkt, dass diese komischen drehenden Köpfe da, diese Moose, unbesiegbar sind, nein, sind sie nicht. Man kann sie zwar nicht komplett ausschalten, aber man kann sie sozusagen paralysieren. Also betäuben. Und warum nenne ich sie Moose? Ganz einfach. Die Statuen auf den Osterinseln heißen auch Moose und die sehen auch so ähnlich aus. So. Dann seht ihr nämlich... Oh nein, der Controller spielt schon wieder. Das gibt's nicht. Ja. Ich hasse das. Moment, dann mach ich's eben so. Seht ihr da den... Das Gelbe da? Bam! Das dreht sich erstmal. So, und jetzt ist das Teil paralysiert und kann erstmal nichts machen. Morgen
einen der anderen Controller holen. Der hier scheint irgendwie rumzuspacken. Gut, jetzt geht's wieder. So. Ah, zum Eingang der Welt. Ja, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Total falsch betont, aber egal. Na, Nietze? Das mag Schlangenhain. Griffergriff. Hör gut zu, sonst daran wirst mangeln. Am Vorsprung du jetzt kannst hangeln. Beweg dich einfach immer weiter. Mit B attackierst du dank als Halter. Das ist dann alles. Weggetreten! Ja, da, falls ihr euch gedacht habt, der Banjo-Kazooie gespielt hat, oh, Banjo kann sich nicht festhalten, aber Mario und Mario 64 schon. Jetzt kann sich Banjo auch festhalten. Wir haben schon zwei rote Jinjos. Oh, da oben haben wir schon gesehen, ein Zelt. Was ist das wohl für ein Ort? Ups, ich habe versehentlich ein Globo eingesackelt. Wie konnte ich nur? Willkommen, mein kleiner Bär und Vogel. Ich bin Banjo und das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich sein Humba Humba, beste Zauberperson auf ganzer Insel. Hat uns gesagt, Mumbo wäre der Beste. Nicht wahr, Mumbo Amateur, Wumba Beste. Du bring Globo Zauberwesen zu mir. Du haben Globo. Wollen es Humba geben? Ja, Humba Wumba und Mumbo Jumbo sind Rivalen. Also die sind ja fast schon miteinander verfeindet. Die können sich nicht leiden. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig, spring im Wumba-Becken. Oh, leg mich doch am Hintern. Das ist nicht wahr. Ich zoome unter deinem Kleid. Leg mich doch am... Jetzt kann ich nicht unter dein Kleid zoomen, weil der Controller spinnt, oder wie? Ja, ich weiß, ich bin eine perverse Sau. Das muss mir keiner sagen. Ja, bin ich pervers als wie, weiß ich nicht, ein Kinderschänder oder so. Oh, zoomen wir. Du, du, du. Oder hier, hm. Kann doch woanders hin auch zoomen. Du, 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 du. Toll. Gar nicht, da ich hinzoomen oder wie? Egal. Ich wollte auf meine Brüste zoomen. Hui! Wumba, das nennt Steini. Du 3D-Stick betätigen, um zu bewegen. Und du drücken B, um zu attackieren. Wie viel stark Rambock? Spring wieder in Wumba-Becken, wenn wollen wieder Bär und Vogel sein. Ja, wir können nämlich. Hölla! Hölla! Ja, das wird nämlich später auch noch wichtig sein, aber ich möchte jetzt wieder Banjo sein. Warum? Ganz einfach, es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, dass der Controller rumspinnt, deswegen... Scheiße! Ich habe die Textur gedrückt. Ja, deswegen werde ich den Part jetzt beenden und werde schauen, dass ich mir morgen einen anderen Controller suche, denn so zu spielen ist irgendwie blöd. Und weg hier. Hexe. Das Gelächter ist geil. Aber ich liebe diese Spiele, ihr merkt es schon. Gut, dann würde ich sagen, das war Banjo-Tooie. Ja, ich hätte jetzt gern weiter aufgenommen, aber Controller spielt gerade ein bisschen rum, deswegen suche ich mir morgen einen anderen. Hahaha. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Zettel.